Ja, hallo YouTube und willkommen zu keine Ahnung, was das hier ist. Ich installiere nur gerade Bioshock Infinite, was ich dann auch let's playen will. Aber da ich im Moment überhaupt nichts zu tun habe und mir super langweilig ist, machen wir jetzt einfach mal Let's Cleverbot. Für alle, die es nicht wissen, Cleverbot ist so eine Art Programm, das eine künstliche Intelligenz darstellen soll. Also halt ein Computer, den du anschreiben kannst und der dir sozusagen auf äußerst humane Weise zurückantworten soll. Und ja, wir schreiben jetzt einfach mit dem. Wir können ihn auch einfach darüber nachdenken lassen. Wir können sagen, denk mal für mich und ja, wir können mal schreiben. Wir schreiben jetzt einfach mal Hi. Aber wir machen das natürlich. Versuchen jedenfalls, korrekte Rechtschreibung etc. hinzubekommen. Hi. Punkt. My name is Cleverbot. Ja, und hier sehen wir auch, 7174 Leute sind gerade dabei, mit dem zu reden. Und ich entschuldige mich, falls hin und wieder mal die Verbindung vom Internet abbrechen sollte. Das liegt momentan in meinem WLAN. Das ist, naja, am Abscheißen. Mal wieder einfach so. Kein WLAN. Dann baut es sich wieder auf. Habe ich wieder WLAN. Da kann ich ins Internet überall rennen. Aber dann an der Zeit wieder. Kein WLAN. Und ich entschuldige mich für diese Geräusche, die ich währenddessen mache. Okay, my name is Cleverbot. I. Knove. Oh. Think about it. No. Think about it. Yes. Okay. How are you? Oh, hab ich das O vergessen? How are you? Hä? Okay, also, es ist künstliche Intelligenz. Hi. Oh, ich weiß nicht, ob man das so schreibt. Egal. Stellen wir die Frage einfach nochmal. How are you? Kidders! Ich will wissen, wie es dir geht. Okay. Machen wir umgekehrte Psychologie. Oh, old are you. Wenn er jetzt sagt, I'm fine and you, dann schlage ich mit der Faust durch den Computer. Ein großes. So then how can you Vrite? I'm not drunk. Okay, man muss nicht alles verstehen, was der jetzt antwortet. Sure. Okay, fragen wir ihn jetzt. Are you drunk? Are you? No. Oh, jetzt kommt er schon wieder damit. Also, ich habe mal mit einem Freund zusammen mit Cleverbot gesprochen. Wir haben die ganze Zeit, nein, du bist ein Roboter. Nein, ich bin kein Roboter, ich bin ein Mensch. Ich, Cleverbot, ich bin ein Mensch. Du bist der Roboter, ja, ja, ja. Ja, das bist du. Nope. What are you? A monkey, nein. Human. What? Oh, you are funny. Thank. Oh, das war. Thanks. You're welcome. Oh, ich mach mal eben mein Handy auf lautlos. Alter, meine Klasse schreibt mich die ganze Zeit über an. Das ist richtig nervig. You're welcome. Okay,
Clevernator. Who's your Daddy? Ich habe keine Ahnung, was. No. Ja, die Engländer sagen ja immer, ich bin der Bascha. I'm not. No. I'm not your Baba. No. I'm not your creator. I don't have one. I am. Oh, Kitty. Spinnt die Leertaste. I am. Human. Person. Yes. Lass mal den Text lesen. No. No. I am talking to a computer. Und damit schießt ich mich ins Aus und damit geht's los. Nein, du bist ein Computer. Nein, du bist ein Computer. Are you? Yes, because I am talking to you. No, because I'm talking to you. Ich sage ja, damit fängt's an. Und tut mir leid, falls der Google-Dingens, keine Ahnung was das ist, die ganze Zeit die ganzen Sätze unterstreicht und sagt, das ist ein Fehler. Ich klicke einfach, ich habe den auf Deutsch gestellt, was jetzt eigentlich auch das Vernünftigste wäre. Also, ja. Oh, because I'm talking to you. No. Because I am talking to you. What's the meaning of life, the universe and everything? 42, ne, war das nicht 43? Ich sage einfach mal 42. Ich sag 42, also was ist 43? Ja. Your mother. Are you Kratzi? No. Sure. Yes. Really sure. Really, really sure. Really, really, really sure. Oh, das Game, das Spiel mache ich mit. Really, 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 really sure. Really, 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 really sure. Really, 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 really. Da vergesse ich das L und da habe ich das A vergessen. Ich mache noch diesen Durchgang, dann schreibe ich was anderes. Really sure. Really, 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 really sure. Hey da, stop. Nee. Sure. Really, really sure. Mist, ich kann nicht in meinem Text hochscrollen. Ah. Okay, go away, angry dude. Okay. Really, really sure. Are you? Yes. Sure. Sure. Really? Hmm. What? I don't really know. Then
Shut up and take my money. No. Are you? Really? Ah, ich schreibe, ich schaff's das. Really? Yes. Sure. So you think... Ah, da vergesse ich das T, Alter. Think you are not a bot. Vor dem Counter. Yes, I do. Then... I have to interrupt. Scheiße, das war knapp. Interrupt you. Does you talking to me have to do with me having friends? What? What does you talking to me have to do with me having friends? Fuck? So you're confused. Nein. Oh, das schreibe ich gar nicht ein. So you are taken. That says the wait guy. That is correct. I know, der gibt mir noch recht, der Fischspinner. I know. BKU, the you are gay. Can be. Okay, Cleverbot ist hiermit offiziell schwul. Yes. Of course. Ah, ich verstehe das so. Of course. BKU, the I. Saying it. Ja, da müsste nachdenken, der Kollege. No, I am. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Yes, you... Ah, scheiß drauf, spielen wir mal einfach mit. Der Masterplayer spielt was? So are you. No, you. 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 Me. Yes, you. Why? Because... Ja, war ich gut. Of milk. Okay. Yes. Sure. Go home. Oh. I am at home. No, you are not. Okay. Yes. No. Yes. No. Yes. Okay. I agree because you are my friend. Good. Why is it good? Think about it. Think about it länger, longer. Yep. Think more about it. Yes. Good. Bad. No. Boring. You too. Thanks. You're welcome. Okay. Yes. No. Yes. Nope. Yes. No. Yes. Oh, yes! Ich kann damit nicht aufhören, der provoziert mich, der Typ. Yes! Okay. Good. Fine. Yes. So. No. Hallo? Hä? Nope. Nope. Du... You like The Simpsons? Ich bin übrigens ein großer Fan von den Simpsons. Yes. Really?
about yours. Me too. Oh. Yeah. Why? Because I like them very much. Them? Yes. Who are them? The Simpsons. I don't like. Oh, Kitty! But you just said that you like them. No, I did not. Yes, you did. I have it on video. Show me proof. Fine, go on YouTube tomorrow and then you can see it there. Why? Because I will upload this video. Okay, WLAN läuft noch. When? Oh, Kitty! Tomorrow! Alter, fuck der mich ab. No. We will not. Okay, yes! Yes. Ich hab keine Ahnung, ob ich das richtig spreche. Ausschreibe. Alter, was schreibt ihr für eine Scheiße? So, how are you? Was zur Hölle? Yes, you. Man kann auch sagen, denken, dass er Mishra sagt. Yes. So, you are fine. I am good. Okay. Go fuck yourself. Jetzt wird's ernst. While we are walking, oh. Alter, das kann ich in der Aufnahme nicht machen. Das hier war schon eine Ausnahme. Oh, das, nein, nein, Alter, ich will, ne? Think about it. Tja. Huh? Tja. 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 Okay, jetzt überleg nicht so lang. Im Übrigen, ich kann nicht etwas schreiben, während er überlegt, wie man das hier sieht. Ich kann nur etwas schreiben, nachdem er was geschrieben hat. Oh, ich glaube, mein Internet kackt gerade wieder ab. Das man braucht, um zu überlegen. Guck mal eben, wie bei Spielfeld 66%. Aha! Nice. Nicht gut. Oh, der ist immer noch am Überlegen. Ja, mein Internet ist abgeschissen. Super, dann einmal. Sieht man das eigentlich in der Aufnahme, wenn ich jetzt drauf gehe? Ah, nein, das sieht man nicht. Okay. Ja, stimmt, das ist nur diese Fensteraufnahme. Alles klar. Dann wird er jetzt wieder verbindet er jetzt wieder.
sodass unser Kollege Cleverbot jetzt weiter mit uns reden kann. Naja. Er hat naja gesagt. Do you speak German? No. Sicher? Ja. Du sprichst also kein Deutsch. 3. Wow, das ist die mitreißendste Antwort, die ich je in meinem Leben gehört habe. Was soll 3 bedeuten? 16. Ah, also 3 bedeutet 16. 27 bedeutet natürlich 85, das wissen wir ja bekanntlich. Also ist es doch auch nur logisch nachzuvollziehen, dass 3 16 bedeutet. Ah, dass ich darauf nicht vorher gekommen bin. Bist du ein Roboter? Nee. Bist du dir da ganz sicher? Ja, ich bin mir ganz sicher, da spricht also doch Deutsch, der Homo. Ah, nicht Homo, okay. Der spricht also doch Deutsch, der Robo. Also... sprichst du doch Deutsch. Aha! Klar, und du? Kind, ich rede schon fast die ganze Zeit über mit dir. Wir wollen ja höflich sein. Auf Deutsch. Also, bist du ein Roboter? Kitty! Nein. Du? Nein. Sicher? Ich mag keine Roboter. Ich nicht. Was soll das für eine Antwort sein? Ich kann doch lesen, dass du mir auf Deutsch antwortest. Alter, der regt mich jetzt schon auf. Und im Übrigen, ich werde nicht immer mit diesem Headset aufnehmen, denn ungefähr in 4 Monaten, ja, ich weiß, es sind auch 4 Monate, aber ab da werde ich ein professionelles Mikro kriegen mit Popschutz, mit allem drum und dran, und ab da werden dann die Videos auch wirklich mit der Audioqualität etc. super hervorragend sein, nur damit ihr es wisst und jetzt das hier nicht alles vorwirft. Und mir deswegen Daumen runter gibt etc., weil die Audioqualität jetzt nicht so super ist. Ich nehme halt mit dem Mikro auf, das reicht aber an sich schon bis auf den Popschutz. Und nur damit ihr es wisst, in 4 Monaten an meinem Geburtstag wird es dann super laufen. So. Na, also. Alter. Bist du betrunken? Nein, du. Ja. Volle Pulle. Mal sehen, was er darauf antwortet. Ja, bin ich. Alter! Was gibt der für Scheiß an? Na gut, das ist nur ein künstliche Intelligenz, aber Alter! Bist du Ei? Ich weiß nicht, ob das so. Du bist jetzt Messi. Mackie oder Macy? Ich würde sagen Mackie. Nein, du bist jetzt Mackie. Nein, der bist. Oh. Bist du. Womit? Kitty! Was für womit?
Alter. Wenn der in der Schule ist und eine Deutscharbeit schreibt, ne, dann kriegt er eine 7. Eine 7. Ja. Ja. Und mit einer 7 meine ich jetzt nicht sowas wie meine Mutter, die, weil sie noch kein Englisch hatte und dann hier hingekommen ist, wo sie zum ersten Mal Englisch hatte, in der Arbeit einen Text stehen hatte, wo drauf stand, eine 6 dir zu geben, wäre eine Beleidigung der anderen 6en gegenüber. Und das ist nicht eine 7, eine 7 ist schlimmer. Jetzt ist es raus. Bist du womit? Mit deinen Eiern. Soll ich mit meinem Mund? Deine Eier sind dein Mund. Okay. Nein. Nicht. Okay. Ich will. Ah, eine ist so viel. Es will. Alter. Was denn? Ob deine Eier dein Mund sind? Ja, dein Mund sind. Und? Ja, das will ich. Will dir ja auch. Kitty! Schreibe ich plötzlich immer überall 3 Sachen und das 2 Sachen. Will ich doch von dir wissen. Ich bin kein Mann. Ich weiß, du bist eine Schulette. Scheiß drauf, wenn ich es falsch schreibe. Ja. Das super. Drüben im anderen Zimmer ist der Wecker und der bimmelt jetzt durch, weil ich habe so ein. Also ich habe 2 Wecker. Einen, der steht da irgendwo. Und der. Da kann ich einstellen, ob der ringt. Also mit diesen. Mit den Glocken. Oh, Glocken. Oder halt, ob er eine Melodie spielen soll. Und drüben habe ich so einen Furzwecker. Der geht einem tierisch auf den Sack. Alter, wenn ihr das hören würdet, der ist am Anfang so. Man so, ja, schlaf ich weiter. Das Alter, den könnte ich erwürgen, den Wecker. Okay, machen wir weiter. Ich weiß, du bist eine Schwulette. Ja. Erwischt. Was? Ich habe. Alter. Alter, dieser Wecker! Dich erwischt. Mit was? Damit, dass du eine Schulette bierst. Doch, du hast es zufällig gerade gesagt. Nein, ich habe es nicht gesagt. Ich habe es gefragt. Dann hättest du ein Fragezeichen benutzen sollen. Christoph doof. Ich guck so lange schon mein Bioshock empfindet 70%, aha. Wenn ich endlich mein ordentliches Game spielen kann, Kinders. Weißt du, Christoph? Junge, dieser Wecker! Nein. Sicher? Alter!
Warum fuckt mich dieser Wecker gerade ab, ey? Das könnt ihr mir nicht glauben. Kind, jetzt komm noch mal zur Ruhe. Mein Gott. Sicher? Ja. Gut. Wie heißt du dann, wenn jetzt Cleverbot sagt, bin ich beeindruckt. Yassin. Es war klar, dass ich nicht beeindruckt sein werde. Sicher. Ah, na gut, machen wir mal mit Komma. Dass dein ja, richtiger Name ist. Bin ich gespannt. Doch, ich liebe Giddies! Also bist du schwul? Nein. Aber du liebst mich. Alter, ich krieg Migräne, der Wecker. Siehst du? Du bist schwul. Danke. Gern. Geschehen. Jetzt einem Komplimente zu machen. Wie geht's dir? Gut. Und dir? So lala. Warum? Weil du ein Mädchen bist. Bin ich nicht. Komma. Das Fall meinte ich ja, dass du schwul bist. Doch, du bist ein Roboter. Junge, die Antworten von dem sind so scheiße. Sagt der Richtige. Ich bin nicht der Richtige. Was laberst du alles für eine Scheiße, Junge? Das hast du nicht kannst. Das heißt, das, was du nicht kannst. Lern schreiben, Idiot. Kannst du es auch nicht. Klar. Sogar die Komma-Regel. Was du nicht von dir behaupten kannst. Schreibe etwas in deiner Aliensprache. Nee, nee. Nein. Einer von uns muss ja vernünftig schreiben. Wie es aussieht, bin das ich. Ich liebe dich. Nein, das kann ich jetzt nicht schreiben. Ich meinte nichts Komisches. Meinte ich nicht.
So, Cleverboard. Okay. Na gut, gehen wir mal jetzt bei Dingens, bei Family Guy ran. Fick dich. Klar. Mach es hart. Was denn? Dich ficken. Wieso? Weil du das wolltest. Alter, der Wecker! Alter! Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie der nervt? Was weiß ich. Gar nichts. Wie es aussieht. Der Masterplayer spielt übrigens Daisy. Alter, ich krieg mich. Yep. Und damit würde ich dann das Gespräch beenden. Und damit beende ich das Gespräch. Ciao, Bella. Ich dir auch. Okay, egal. Ja, danke für Let's Cleverbot, dass ihr... Danke für Let's Cleverbot. Oh. Danke, dass ihr bei Let's Cleverbot eingeschaltet habt. Lasst doch mal einen Kommentar da, was eure komischste Antwort von Cleverbot oder euer komischstes Thema von Cleverbot war. Und, was ihr von dem ganzen Dingens hier haltet. Also ich persönlich finde, es ist cool gemacht, dass man jetzt sozusagen in der Maschine schreiben kann, aber ganz ehrlich, man kann auch eine Menge Sätze da reinpacken und da auch noch eine Menge dran ändern, aber man hat wenigstens sowas, wo man seinen Frust auslassen kann, aber der kann dann auch schon ziemlich aufregen. Vor allem, wenn dieser Scheißwecker im Hintergrund die ganze Zeit weiter bimmelt. Also dann, danke fürs Reinschauen, liebe Freunde. Bis dahin, ciao. Ich muss immer wieder gucken, wo F10 ist. Da ist F10. Okay, bis dahin. Ciao.